Hast du das mit Tanzi mitbekommen? Der tat mir übel leid. Da habe ich eben was auf Twitter gesehen, warte mal. Drecks-User hat es gepostet. Das habe ich eben gesehen. Aber nur den Anfang gesehen, ich habe es nicht komplett geguckt. Ach, 81.000 Menschen haben sich schon angeschaut. Oh Gott, Leute lieben noch das. Mehr Geld. Guck, das Mann, ein Bit machen, Junge. Was ist los mit dir, Bruder? Was willst du denn, Mann? Das ist ein Dicker. Alle, du kleiner Fettsack, was ist los mit dir, Bruder? Kleiner Fettsack, du alle. Was ist los, Bruder? Was ist los, ja? Was ist los? Was ist los, ja? Digga, ich habe noch ein anderes Video gesehen. Das. Ah, da ist es sogar. Guck mal, da geht er hin. Also ich kann euch sagen, das sieht man hier in meiner Insta-Story. Wir waren ein bisschen unterwegs. Hier war das Event. Das war mein Zimmer und dann habe ich noch ein paar Leute, die mich nicht sehr gut kannten und die noch in der Nähe waren. Die andere, also alle haben sich aufgeteilt. Wir waren ja 40, 50, 60 Creator irgendwie, die sich untereinander kennen. Es war spät nachts, es war 3 Uhr morgens, sind die noch mit aufs Zimmer gekommen, haben Pizza gegessen, ein bisschen gechillt und da sitzt Tanzi. Kaiser war da mit seiner Freundin Sirena, Anaya war da, ist aber schon eingeschlafen und Carsten. Und ich habe den Abend tatsächlich am meisten mit Kilian verbracht, mit Tanzverbot. Jungs, ey. Ich kann euch eine Sache sagen, Kilian ist einer der korrektesten Creator, die ich von allen dort getroffen habe. Er hat eine eigene Art, er hat eine sehr eigene Art und nicht jeder kommt mit dieser eigenen Art klar. Er ist manchmal sehr direkt, manche Menschen können damit nicht umgehen. Ich mag's, weil jemand, der direkt spricht, so, da muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Aber unabhängig davon, ob jemand die Art mag oder nicht, er ist so ein unfassbar gutherziger Mensch. Und er hat sich so gewandelt, wenn ihr euch anschaut, was er vor 4, 5 Jahren gemacht hat, was er da auf YouTube fabriziert hat, wo er heute auch sagt, gut, dass er Abstand davon genommen hat. Er hat eine unfassbare Entwicklung durchgemacht. Er zieht auf Twitch durch. Und ich mag ihn als Menschen und ich rede mit ihm sehr, sehr gerne. Und er ist sehr lustig, sein Lachen ist sehr ansteckend. Und ich fand den Abend sehr schön und das zu sehen, das tut mir weh, das ist wirklich, da benutze ich sehr gerne mein Board und sag im Namen von Tanzi, dem Typen, der da die Kamera hält, du kleiner Sohn. Punkt. Ich glaube, ihr stimmt mir alle zu, oder? Ich glaube, wenn man in die Kommentare geht, dann sieht man das auch. Ich versuche so direkt wie möglich zu sagen, weil anders geht's nicht. Wie der auch noch filmt und lacht. Was ist los, Bruder? Was ist los, la? Warum redet er wie so ein Pavian? Ey, das ist wirklich unfassbar. Übrigens, Tanzi meinte dann auch, wenn jemand ihn Hurensohn nennt, dann sagt er Hurensohn zurück. Aber dann 10-mal Hurensohn zurücksagen, ist dann nicht auch korrekt. Aber er ist ein sehr impulsiver, emotionaler Mensch. Aber ich finde, er hat vollkommen richtig gehandelt. Also, was ich in dem einen Video gesehen habe. Hier weiß ich nicht, ob es derselbe ist, aber das sieht wie derselbe aus, ne? Das ist derselbe. Man muss aber sagen, es gibt Negativbeispiele, fallen einem am meisten auf und die positiven Beispiele, und das sind wirklich, ich würde sagen, entspannt 98% aller Leute, die auf einen zukommen, die Positivbeispiele, die bleiben nicht im Kopf. Die bleiben nicht im Kopf, weil die halt positiv sind. Genauso wie wenn ihr ein Essen bei einem Restaurant verspeist. Warum benutze ich gerade so ein mittelalterliches Wort? Wenn ihr im Restaurant esst und das Essen schlecht war, dann erzählt ihr jedem davon. Wenn es gut war, war es halt ein weiteres gutes Restaurant. Deshalb fällt es nicht auf und die Negativbeispiele fallen auf. Aber bei mir war es auch so, da kamen Leute, die waren wirklich nicht wirklich nicht so respektvoll. Die kommen dann rein, als wäre man ein Tier, machen einfach direkt ein Bild, fragen nicht, gehen einfach in deinen persönlichen Bereich rein. Also, aber die allermeisten sind unfassbar korrekt. Die kommen hin, die haben gesehen, ich bin super müde. Ey, ich weiß, du chillst. Sag mir sofort, ob ich gehen soll oder nicht. Aber ich würde gerne ein Bild machen, wenn nicht, ist auch okay, dann gehe ich weiter. Und dann reicht es, wenn ich mit dir geredet habe. So korrekt waren die Leute, das kann ich nur sagen. Also, vielleicht waren welche da. Kuss geht raus an alle, die so korrekt waren. Das ist eine absolute Minderheit, aber die schreit immer am lautesten. Und ich würde dem Ganzen einfach keine Beachtung mehr schenken. Es gibt keinen Kontext dahinter. Der Typ ist einfach respektlos reingelaufen. Das hat mir Tanzverbot als Hintergrund hat mir das erzählt. Der Typ ist einfach respektlos rein und hat so gesagt, ey, lass mal ein Foto machen. Ey, komm her, wir machen ein Foto. So, als würde man ein Objekt zu sich ziehen, weißt du? Und Tanzi will ja gehen, seht ihr das? Ich will gerne ein Bild machen, Junge. Was ist los mit dir, Bruder? Was willst du? Und dann wird er aggressiv. Was ist los mit dir, Bruder? Man darf halt nicht mit der, ganz ehrlich, man darf nicht mit der Kamera reinkommen. So sehe ich das. Man darf nicht einfach mit der Kamera reinlaufen. Das ist nicht korrekt. Und das haben die allermeisten gemacht. Pass auf, wenn jetzt ich dieses Level up hier bin, okay? Da kommt man nicht so rein. Man macht hier nicht hier die Kamera auf und kommt so rein. Ey, Bruder, kann ich ein Foto machen? Geht das? Nein, das macht man nicht. Sondern man hält das Handy vielleicht bei sich, kommt so hin, hält den Abstand und fragt, liebes Level up? Ja, Jim! Warum schreist du so, kleiner B***? Auf einmal geht's so los. Es ist okay, wenn wir ein Bild machen, wenn wir ganz schnell ein quick Bild machen, so, ich will dich auch nicht stören. Ja, gerne. Okay, zack.
Ganz easy, mehr nicht. Dann gibt's auch keine Probleme. Und da hat Tanzi mit jedem ein Bild gemacht, das kann ich euch versichern. Auf solche Menschen gar nicht eingehen, das tut ihnen am meisten weh, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Bro, aber in dem Fall kriegt er absolut nur negative Aufmerksamkeit. Das wird ihm, glaube ich, auch wehtun. Aber wenn er damit cool ist von seinen Freunden, ja, dann weiß ich auch nicht. Fettsack, was ist los mit? Ohne Sinn. Monte meinte, dass der Zuschauer Tanzi noch getreten hat. Also das weiß ich nicht, man kennt die ganze Backstory nicht, aber ich habe den Abend sehr, sehr intensiv, also das klingt jetzt falsch, aber sehr intensiv mit Tanzi verbracht. Und der hat mir das so erzählt, dass Abonnenten, die sehr respektlos zu ihm kommen, die kein Bild bekommen. Und wenn ein Abonnent kommt, der das nicht das damit verkraft, also das nicht umgehen kann, damit dass er kein Bild bekommt, dann, passiert sowas. Naja. Ich fand es richtig geil, also wirklich geil. Und ich habe richtig Bock, dass sowas nochmal stattfindet. Und beim nächsten Mal will ich selbst mitmachen. Aber was nicht so geil war, da gab es einen VIP-Eingang. Und, das war quasi, es gab einen Nordeingang und dann gab es einen Osteingang. Und Osteingang war der VIP-Eingang, in Anführungsstrichen, weil das waren trotzdem 400 Leute, so. Und dann kommt man da an und sieht da eine Riesenschlange. Und dann denke ich mir so, ja, okay, so, du kannst ja jetzt da. Und dann kommen wir, Carsten ist da, meine Wenigkeit, Solution war da, Kaiser war neben mir. Also die ganzen Leute, die man so kennt, die sind alle da. Und dann geht man als Gruppe von Creators an und denkt sich, ja, da kann man doch sich jetzt nicht anstellen. Und dann haben wir wirklich eine Stunde gewartet. Wir haben eine Stunde einfach uns angestellt. Und alle kennen einen da. Das war relativ unangenehm, vor allem, wenn man quasi als Freund von den Hauptprotagonisten kommt. Ja, das war ein bisschen uncool und das fand jeder uncool. Also es ist auch nicht abgehoben oder so. Man kommt da halt hin und sitzt da bei dem Kampf und ist ein Creator-Kollege und dann wartet man halt. Manche haben fast 2 Stunden draußen gewartet in der Kälte. Das war nicht so cool. Aber das, dafür können die beiden nichts. Das, dafür kann auch das Management von nichts. Das war die Macher des Events, Media Total, die das halt nicht so gut gemacht haben. Ja, und dann sind wir rein und dann sieht man die Arena und das ist geisteskrank, Leute, wirklich. Da hat man richtig Bock auf so ein Event. Aber wisst ihr, was richtig cool war? Und das ist viel, viel wichtiger als noch das Event, dass man überhaupt zusammengekommen ist. Also ich habe es richtig gesehen, es war Gamescom-Vibes, weil das war ja auch wirklich an der Messe. Es waren dieselben Hotels. Und dann sieht man alle Creator wieder. Und als Creator ist eine Sache ganz schlimm. Wenn man zu Hause bei sich sitzt und nicht irgendwo Köln, Düsseldorf wohnt, wo man eh nah dran ist. Aber selbst bei denen, deine ganzen Kollegen, deine ganzen Freunde, auch gute Freunde teilweise, die du über deine Arbeit kennst, über YouTube, wohnen alle woanders. Die wohnen alle, keine Ahnung, quer verteilt, teilweise über Europa. Doch nicht mal mehr nur Deutschland. Und man sieht sich nicht. Und man merkt ihn, also man merkt manchmal nicht deren Präsenz. Und dann sieht man alle Freunde, die man hat, auf einmal auf einem Fleck und sieht so, Bro, hier sind meine Freunde, hier sind sie. Weil klar hat man Freunde im Real Life, aber das ist ein kleinerer Kreis, weil seien wir mal ehrlich, wo kommen alle eure Freunde her? Schule, Kindergarten, für die 8-Jährigen im Chat. Mit 8 im Kindergarten, ey, da muss aber wirklich was schiefgelaufen sein. Ihr wisst, was ich meine. Schule, Arbeit, Uni. Also jeweils, wo ihr gerade quasi arbeitet. Und bei uns ist YouTube unsere Arbeit. Das heißt, wir haben kein Büro, wo wir reingehen, wo wir Freunde haben, sondern wir haben die Freunde übers Internet. Und das ist das Problem, man sieht die nie. Und das war das Geilste an dem Event, dass man alle auf einmal gesehen hat. Also es war am Ende eine zu große Gruppe, wir waren 30 Leute. Und dann waren da so Taxen oder Taxis, was sagt man? Bevor ihr nachschaut, Taxis oder Taxen? Das will ich jetzt sehen, Chat. Seid ihr auf meiner Seite? Ich habe noch nie in meinem Leben mehr 50-50 gesehen, als jetzt gerade hier. Noch nie in meinem Leben habe ich mehr 50-50 gesehen. Ich google es jetzt. Der korrekte Plural von Taxi ist Taxis, nicht Taxen. Taxen ist der Plural von Taxe. Amtlich festgesetzter Preis. Habt ihr alle verkackt, ne? Die Taxen geschrieben haben, die kleinen Söhne. Was macht ihr jetzt, ha? Ubers, Pfeifert, einfach Ubers sagen. Also, da verstanden die ganzen Taxis und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, weil wir haben 30 Leute, ne? Wir brauchen eine Bar oder irgendein Restaurant, weil wir wollten erstmal essen. Und dann frage ich den Taxifahrer, bist du aus Köln? Was eine dumme Frage war, weil er ist Taxifahrer in Köln. Also ja, Bruder, bin ich. Wo kann man hier gut trinken und essen? Wo können wir alle rein? Und dann hat er uns irgendeine Straße genannt, okay? Also es gibt die Ringe in Köln und irgendwas mit M-Straße. Dann meine ich so, ja, okay, dann lass mich mit den Leuten besprechen. Er hat dann aber noch hinterher geschrien, ihr seid 30 Leute, ihr kommt nirgendwo rein, ihr müsst euch trennen in Gruppen. So, und dann meinte Carsten, der geht noch zu Monte, weil der gerade isst und ich hatte übel Hunger. Und es sah nicht so aus, als würden wir ein Restaurant finden, weil einige wollten trinken gehen. Dann bin ich mit ihm mit und die anderen sind dahin, wo der Taxifahrer eine Empfehlung für ausgesprochen hat. Und das hat sich als richtig schlimm herausgestellt. Es war absolut Rotlichtviertel. Die schlimmste, schäbigste Straße, wo sie Angst hatten, irgendwie ausgeraubt zu werden. Und sind irgendwann ins Hotel um 1 Uhr morgens, haben sich Pizza bestellt, weil sie nichts zu essen gefunden haben. Und die Pizza kam etwa 1,5 Stunden nicht. Dann kam die Pizza für Kaiser und ein paar andere. Die sind zu mir aufs Zimmer. Ich hatte ein größeres Zimmer. Tanzi, Carsten und so, alle waren da. Die haben die Pizza sich gegönnt. Die anderen haben unten auf ihre Pizza gewartet. Kam einfach gar nicht, wurde storniert. Und dann sind sie einfach um 3 Uhr morgens zur Shell-Tankstelle und haben sich irgendein Beefy geholt für 17.000 Euro. Stell euch mal vor, euer Arm fängt an mit, lass mal rausgehen. Dann wird der downgegradet zu, lass mal wenigstens was essen gehen. Dann wird der downgegradet zu, lass Pizza bestellen ins Hotel. Dann wird er gedowngradet zu Tankstellen-Beefy.
und Nicknacks und sowas. Oh, das hat mir so leid getan. Naja, dann bin ich weiter und dann waren die ganzen RP-Leute sehr, sehr korrekt. Ich habe mit Rohat ein bisschen gesprochen, ist sehr, sehr korrekter Junge und für sein Alter sehr weit, muss man ehrlich sagen. Wirkt von außen nicht so, also es hat sich immer nur wieder bestätigt. Ich habe ein paar von denen etwas gekannt, ich habe die ganze Szene kaum verfolgt. Und mein Eindruck von einem Creator von außen war bis jetzt fast immer anders als in echt. Also es gab Creator, die waren von außen todessympathisch und dann in echt eher so meh. Und andersrum, Creator, wo ich mir online dachte, was machst du da? Und offline so einer der korrektesten Menschen. Da gehört zum Beispiel Revi dazu, das sage ich offen und ehrlich. Also Revi, wenn man den online sieht, kann man einen falschen Eindruck haben. Aber wenn man ihn kennt, er ist wirklich einer der korrektesten Creator. Ich fand es auch sehr unkorrekt, dass er ausgebucht wurde. Auch wenn es ein Running Gag ist. Dem hat es anscheinend wirklich nicht wehgetan, aber es hat ihm keinen Spaß gemacht. Irgendein Running Gag, dass man über Revi lacht. Ich weiß nicht warum. Und immer wenn Revi kam, haben alle gebucht. Aaron Troschke noch nachgetreten, komplett unnötig. Also er hat kein Feingefühl für Comedy, muss man ehrlich sagen. Das muss man ihm ehrlich wirklich sagen. Er hat dieses Kabarett-Feingefühl nicht, wann man was sagt. Es kam richtig unpassend. Fand ich nicht nice. Der Typ kommt da, der hat sich vorbereitet, wollte da kämpfen, eine geile Show liefern, steht da und wollte eigentlich antreten, hat Corona, 3 Tage vorher war noch in Quarantäne, kommt raus, kann nicht antreten, kommt trotzdem zum Event, wird einfach ausgebucht. Naja. Übrigens war wir in der Shisha-Bar in Köln, die hatte 70 zu 30 Frauen zu Männern irgendwie. Ganz komisch. Und alle aufgebrezelt, also würden sie in den Club gehen. Und was ich in Shisha-Bars nicht verstehe, aber das ist ein Trend, den sehe ich in ganz Deutschland, auch in Berlin. Shisha-Bars haben Musik und fühlt ihr das? Bitte, alle, die in Shisha-Bars gehen, jetzt hört mir ganz genau zu. Musik, die zu laut ist, um sich vernünftig zu unterhalten und zu leise ist, um irgendwie tanzen zu gehen. Es ist so ein Zwischending. Du bist in der Shisha-Bar, du willst nicht tanzen. Das heißt, du gehst nicht tanzen, aber die Musik ist so laut, dass du nicht mal reden kannst. Was ist das? Was ist los mit den Shisha-Bars? Was denken die Shisha-Bar-Besitzer, dass die Clubs werden? Da wird Alkohol ausgeschenkt, bei manchen nicht, bei einigen schon. Dann ist da eine Shisha. Also das ist dann einfach eine Bar. Das ist schon eine Bar, weil eine Bar hat laute Musik. Aber es gibt auch Bars mit leiserer Musik, wo man eher redet. Und Bars, die fast schon zu Club neigen, also so ein Übergangsding. Aber eine Shisha-Bar ist kein Club. Liebe Shisha-Bar-Besitzer, ihr seid keine Clubbesitzer. Akzeptiert es. Ich weiß, es tut weh in eurem Herzen. Aber dreht die Musik leiser. Und immer, ich konnte nicht reden. Ich musste schreien. Ich war schon heiser. Bin ich irgendwann früher gegangen. Und das Highlight für mich, da muss ich mal einen Kuss raushauen. Ich weiß nicht, ob Kaisar gerade online ist oder zuschaut. Mit Chris. Anaya war da, Chris Freundin, Tanzverbot und ich bin komplett perplex. Ihr wisst, wie ich meine. Und mit Kaisar Late Night Talks und auch mit Carsten Late Night Talks, absolut geil. Wir haben bis 4 Uhr morgens noch geredet. Und dann kam mein Kumpel, mit dem ich hingegangen bin, Basti, vollkommen besoffen. Um 4 Uhr morgens, obwohl ich ihm am Telefon meinte, Bro, bitte klopf nicht, weil ich kenne Drunk Basti. Klopf nicht an meinem scheiß Zimmer. Was macht der Typ? Er klopft nicht nur, er tritt gegen meine Tür. Kommt noch mit noch jemandem, mit einem guten Freund von mir, Markus. Und die treten um 4 Uhr morgens gegen mein Zimmer. Komplett auf Suff und rufen mich an. Und ich dachte, irgendwas ist los. Mach Flugzeugmodus raus. Er ruft natürlich an. Ich muss ihn nicht mal anrufen, weil er die ganze Zeit anruft. Hallo? Ja, kannst du mich bitte reinlassen? Ich schockiert. Was ist denn los? Willst du schon aufstehen? Ja, ich will mit dir chillen. Aufgelegt direkt Flugzeugmodus. Und dann haben sie wirklich 10 Minuten, also besoffene Menschen, wenn man nicht besoffen ist, ist eklig. Ich weiß nicht, das war so mein Abend. Da habe ich 6 Stunden geschlafen, bin morgens raus, wir sind losgefahren, haben McDonald's an der Autobahn gegessen, was besser schmeckt als sonst wo. Und ich esse sehr selten McDonald's, aber an der Autobahn muss. Und jetzt bin ich hier. Das war mein Tag mit 6 Stunden Schlaf. Ja, und jetzt habt ihr mich hier. Jetzt habt ihr den Salat! Flugzeugmodus. Warum Flugzeugmodus, Kappa? Ich habe wirklich Flugzeugmodus reingemacht. Ach, Flugmodus, nicht Flugzeugmodus.